Wieso, Carsten, ach, klingelt? Wir müssen zum Museum, Dennis. Jetzt Museum. Louis, schnell. Müssen wir? Was sagt er jetzt? Und am Ende ist es los. Oh nein, da ist ein Trainer! Oh nein! Das wär natürlich ein Big Brain Move, ne? Jetzt irgendwas reinzuhauen. Der will uns veräppeln. Na toll, und sie hat die Alga. Oha. Oha. Du, aber nur Level 23. Ja, gut. Aber oha. Aber so random so. Heftig. Hey, du hast mich vergessen zu bekämpfen. Hier, friss mein legendäres Pokémon. Let's go. Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Soulink 2v2. Heute geht's wieder Kopf an Kopf, weil irgendwie stehen wir fast alle an der gleichen Stelle. Nur Louis, die ist schneller. Genau, bei mir im Team ist natürlich Louis und im Gegnerteam ist der andere Agent Stefan zusammen mit Dennis. Yes, hallo. Moin. Was geht ab? Ja, wir sind wieder Kopf an Kopf. Ey. Das ist ja heftig. Ja. So. Schon verrückt. Ja. Dann so, gucken wie wir geht was. Das Spiel nochmal? So, dann würde ich sagen, seid ihr ready? Nein. Yes. Ich sag 3, 2, 1, los geht's. Nächstes Battle. Let's go. Auf geht's. Ich flieg mal heim. Meine Pokémon sind geil. Okay. One of takes. Lauf ich schon weiter? Ja. Was mach ich denn jetzt ohne euch? Du kannst mir dann erklären, wo ich hin muss. Genau. Also nach dem Wall of Text hier. Ach so. Aber ich glaube, das war's dann schon. Okay. Es ist nur Wall of Text. Ach so, okay. Ich glaube, man hat nicht gekämpft. Ich weiß es nicht mehr. Nee, man hat nicht. Ja, stimmt. Hat's nicht gekämpft. Mm-mm. Ich bin mit paar Murks ja hier am Tauschleveln. Ja. Da war ja was. Rotalanda ist. Wir können gleich zusammen weiterrennen. Nice, Snowy Level 41, let's go. Yo, Snowy! Auf die nächste Arena, Louis. Siberio, ja. Siberio. Oh Gott. Aber ich muss, glaube ich, erstmal das ablegen, ne? Das eine war ja, was wir gefangen haben, war ja Team Pflanze. Genau, ja. Das kann ich schon mal ablegen. Nichts. Geh hier kein Risiko ein mit meinem Flug-Pokémon. Oh, ein Eisbär! Okay. Ah nein! Gedacht, oh, Siberio ist cool. Am Rad. Flammrad müsste reichen. Flammenrad. Let's go! Alter, was? Flammrad kam in Gen 4 dazu, oder? Nein, Flammrad ist Gen 2. Echt? Ja. Was? Ja. Flammrad hat damals Feuerriegel bekommen. Also, Iglava. Als Attacke. Schutz wirkt nicht mehr. Nein. Der Visocaster klingelt. Oh nein. Der Visocaster. Ruf dich deine Mama an? Nee, Professor. Okay. Wall of Text, let's go. Huch, Scheren folgt mir. Jedes Mal finde ich diesen blöden. Jedes Mal. Wo ist Schutz da? Ja, jedes Mal so. Du kannst auch sortieren oder S oder so. Oder gucken. Das habe ich nie gemacht. Habt ihr das früher gemacht als Kind? Dieses Beutel sortiert? Nach Nö, aber verbet? Jetzt als Erwachsener mache ich, weil es mir leid, das leichter macht, Dinge zu finden. Kann Hitzewelle? Wer kann Hitze. Was? Liegen. Toll. Was? Welche Stadt muss ich? Nochmal, oh komm. Jetzt sind die da immer noch. Kein Scheiß. Oh! Ich bin falsch. Gut, dass Manni was ab kann. Verdammt. Wo muss ich hin? Ich geh erstmal heilen. Jetzt seid ihr alle schneller. Richtig, weil wir gleich wissen, wo wir hin müssen. Wie unfair. Wir warten. Also, wir werden auch nicht gelesen, ne? Nee. Warum soll ich den lesen? Warum soll ich den lesen? Du weißt doch, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich warte jetzt, ich lese jetzt bei euch mit. Dennis, wo geht's hin? Wenn ich das wüsste. Erstmal muss ich. Ich glaube, er redet eh nur bla bla bla. Mann, jetzt ist. Das ist besser jetzt. Genau, Kader muss weg, ja. Shinobi. Der Shinobi. Shinobi. So, und ich habe gesehen, ich jetzt. Du bist das Schloss, okay, cool. Ich befürchte, ich hätte noch mit jemandem reden müssen. Let's go back! Wie war das mit der Entwicklung von Kramor? So ein Floink hier hat noch so ein Item bei sich dabei. Ein Meisterball für mich. Aber du solltest, glaube ich. Somit hat Weber wieder zwei Meisterbälle. Ja. Hier, der, und hier Dick da hat noch einen Sprudel, der Erdnippel. Muss man alles mitnehmen. Ja. Bla 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 bla.
Okay, er hat nicht gesagt, wo wir hin müssen. Uiuiui. Kommt das her? Er kehrt zur Pokémon-Liga zurück und stellt sich in... Wir müssen über diese eine Brücke, vor der die Rüpel gestanden haben, in die nächste Stadt einfach. Aha. Ja, da ist Louis hin, aber da ging es nicht weiter. Da ging es nicht weiter. Mein Gott. Okay. Ich glaub, ich müssen bin wir falsch. Hier nach rechts von Rayono City? Ja, ja. Wir müssen hier. Ah, ich bin wieder im Wüstenresort. Ach, bin ich gut. Cool, wieso Caster klingelt? Ah, oh, da ist ein Item. Versuche jetzt hier nach rechts es zu gehen. Es ist ein Beleber. Juhu. War ich nicht so ein Rad oder sowas? Der wieso Caster klingelt? Wir müssen zum Museum, Dennis. Okay. Zum Museum. Louis, schnell. Müssen wir? Das sagt er jetzt und am Ende ist es. Oh, oh nein, da ist ein Trainer! Oh nein! Das wäre natürlich ein Big Brain Move, ne? Jetzt irgendwas reinzuhauen. Der will uns veräppeln. Na toll, und sie hat Dialga. Oha! Oha! Du, aber nur Level 23. Ja, gut. Aber oha! Aber so random so. Heftig. Hey, du hast mich vergessen zu bekämpfen. Hier, friss mein legendäres Pokémon. Let's go! Hatte ich kein Fahrrad? Ach da. Ich Fahrrad. Wir haben schon, oder? Eigentlich schon. Registrieren. Ein sehr guter Kampf. Dim, 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 dim. Yay. Was ist das jetzt? So, was denkt ihr? Wann sind wir durch? Wie viele Folgen haben wir noch vor uns? Drei. Keine Ahnung. Drei? Okay. Bin ich hier? Ich sag... Ja, wir müssen ins Museum. Sechs Folgen noch? Okay. Museum Weber. Okay, okay. To the museum! To the museum, let's go! Ich tue jetzt so, als würde ich wissen, wo das war. Da stehen sie ach, alle ja, wir vor. Wir müssen nach... Nein, noch ins Wunder, genau. Da, wo man Fossilien dingsen genau. kann, Weber. Ja, genau, fast. Ja. Fossil City. Fossil City, da stehen sie schon alle. Meine Lieblingsstadt. Warum? Weißt du, die Fossilien gibt? Ja. Wenn wir mal wieder eins finden. Ich habe jetzt mein Fahrrad registriert, aber irgendwie funktioniert das nicht. Dennis hat noch so ein Helix-Fossil, wo ein Money rauskommen könnte. Ja. Es sei denn, ihr vibet, dann kommt was anderes das raus. Das stimmt, könnte man nachher machen. Also nicht einlösen. Oh, sind aus unseren Fossilien, hatten wir noch welche doppelt? Glaub nicht, oder? Meine waren alle leer, meine ich. Wir bekommen ein Item. Hier, nimm. Take it. Take it. Ups. Yeah. Ey, was bekomme ich da? Was ist das? Ich habe einen Doppelstein bekommen. Da ja, sind klar. ja die Drachen eingesperrt, also die legendären. Ja, genau. Das heißt, nach der 8. Arena bekommen wir noch einen Legi, ne? Drachen? Wir bekommen ihn tatsächlich nach der Liga. Glaube ich. Ja. Da kommt leider sehr ja, spät. Ja, nach der Liga und kurz vorm Champ. Ja, genau. Aber hey, kann man einen Slot für das Static freihalten und dann Legendary mit reinnehmen. Also ich bekomme eh wieder Oni-Chan. Ja, das wäre so gut, Alter. Okay, aber jetzt können wir wahrscheinlich endlich weiter, oder? Nice. Jetzt können wir endlich über diese Brücke. Ja. Mann, jetzt hört auf, mich voll zu labern hier. Sind. Jetzt, wo alle Klarheiten beseitigt sind? Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Ich heil nochmal. Liegen. Sicher ist sicher. Nicht so schön als Fliege. Ah, doch, fliegen. Was? Du fliegst wo ganz anders hin. Bin ich falsch? Nein, ich bin auch richtig. Nee, du bist richtig. Wer jetzt wo ganz anders hin? Warum kann ich mein Fahrrad eigentlich nicht rausholen, nee, dass jetzt registriert ist? Nee, stimmt, Weber ist woanders. Da ist Weber sein Spiel, oder? Nee, ich bin auf der Brücke jetzt hier. Ah ja. Schutz wirkt nicht mehr, verdammt. Dieser Schutz. Schutz. Dieser Schutz. Und da kommt schon ein Pokémon. Kaum hat man keinen Schutz an. Schmutz. Niemals ohne Schutz. Was? Niemals ohne Schutz. Ja. Haben wir gelernt. Und ohne ist, Schutz ist Schmutz. Man ist sonst am Ende traurig. Mhm. Oh, da geht's lang. Dicta, danke, hab ich schon. Flucht. Ich glaube, meine Pokémon sind schon Level 43, oder? Nein. ich Klingt ja glaube... Ja. Oh Gott, gleich habe ich wirklich Schutz rein. Das verschwindet es ist so nicht mehr Zeit. Weint. Es gibt einfach eine Petale oh, zum Kaufen. Let's go. Oh, nice, Dennis. Oh mein Gott. Und wieso siehst Alter. Du den jetzt erst?
Ich bin in eine der ersten Städte zurückgeflogen, weil ich eigentlich nach dem Finsterstein schauen wollte. Oh, dann gibt's einen Leuchtstein, ey, wie assi. Ja. So ein Sack. Aber stark. Was ist das denn? EP-Tyler ist ja voll der Carry jetzt. Ja. Rixbliese. Oh, ich bräuchte auch einen. Direkt mal gegen Bell kämpfen. Oh Gott, nein. Will ich das? Bist du bereit, ein Schritt weiter nach vorne? Nein, eigentlich nicht. Ein Schritt weiter nach vorne und du kämpfst gegen Bell. Oh mein Gott, können diese Pokémon aufhören zu kommen? Ich warte auf dich, Weber. Dann können wir gemeinsam ein Eis-Pokémon. Gemeinsam bellen. Gemeinsam bellen. Okay. Ab geht's. Oh. Keine falsche Schüchternheit hier. Well, warum? Du bist ein großartiger Trainer. Lass es kämpfen. Bam, bam, bam. Eisstrahl ist kein Problem. Bell, aber sie hat eine coole Battle-Musik, muss man sagen. So irgendwie. Das ist schon catchy. Bell, jetzt bitte töte nicht unsere Pokémon. Ja, oh, bitte, nein, Bell, bitte. Die sieht so tollpatschig aus. Oh, wie süß. Was, tollpatschig? Das ist Flapterix. Das sieht aus wie irgendwas mit Flug. Das ist Gesteinflug. Libell. Das ist ein Pokémon. Libell. Ah, deswegen, okay. Sie Pokémon for the win. Rache, Boden, Libeldra. Okay. Oh Gott. Ja, oh, Libeldra ist schwierig. Flugsteine zont mich ganz gut. Hast du Wasser? Nicht wirklich. Oh, ich kann den Meisterball kaufen. Ja, go Dennis, let's go. Oder hast du den aber schon mal gekauft? Hattest du den nicht schon mal gekauft? Das könnte möglich sein. In welcher Stadt bist du? In dieser Hafenstadt. Ja, ich glaube, da hast du den schon mal gekauft. Okay. Die hat einfach Top-Genesung eingesetzt. Glaube ich mal. Blöde Kuh. Ich glaube, ich höre einfach ein Mewtwo raus und guck mal, was passiert. Der Klassiker. Ihr schafft das. Glaub an ihn. Libeldra mit. Oh, Schaufler. Schaufler. Oh, da kommt die Antikraft. Setz eins ein, was fliegen kann. Ja, ach, sogar mit Crit, okay, und das hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Tschüss, Schicke! Gute Nacht! Ja, nochmal Top Genesung! Jetzt lachst du! Jetzt geht's aber los, du! Jetzt lachst mal wieder! Ja, Mewtwo rotzt einfach alles weg, das passt. Ja, Mewtwo ist auch echt übelst stark. Ewigkeitskampf gegen dieses Pokémon. Ein Dicktri! Oh, Tragosso, sweet. Von Wolke 7 wieder reinkommen. Okay, go Wolke 7. Okay, kommen wir jetzt auch. Ja, sehr gut. Klimaschutz von Dicktri eingesetzt. Was? Wie? Luftschnitt ging daneben. Ich. Oh, Bell hat einen Dragoran, Alter. Was? Was hat sie denn für ein Dragon-Team bei dir? Erst Libeldra, jetzt Dragoran. Oh, warum denn? Rotalanda ist nicht ready. Ah, jetzt heilst du bestimmt, oder? Nee. Hey, Dennis hat ein Fahrrad. Ja. Dann muss ich es irgendwie mit Snowy probieren. Bidifas. Oh, Snowy. Das war normal, oder? Was denn? Bidifas, ja. Bidifas. Ich glaube, Happy Hippo hat eine Kampfattacke. Oh. Was denn? Oh. Oh. Das ist warum hat Dragoran Wandler gemacht? Es hat die Fähigkeit Doppelgänger. Das ist nicht gut, das countert mich in fast allen Sachen. Nee, doch kein. Hat dieselben Werte wie mein Snowy. Oh, scheiße. Du machst das. Doch keine Fighting-Attack. Oh, Hydran, verlieb dich nicht in das Eneko. Ich spiel dir nur was vor. Wasser soll ich will nur dein Geld. So. Oh, oh. Warum kann der ein Wasserangriff? Was soll das denn? Aber weil es ein Biber ist wahrscheinlich. Okay, mein Erdbeben hat ihn zerstört. Der arme Biber. Happy Hippo Level Up. Dennis, hast du dein Terrakium gegen dich? Das ist ja toll. Was ist so mit Boden-Pokémon, ne? Das ist ein Boden-Pokémon, ja. Ja. Und mit legendär, ne? Bodenkampf Stalos. Wechsel ich. Da bleibe ich, glaube ich, drin mit. Was war nochmal effektiv gegen Gift?
Jedes Mal wieder. Oder? Psycho. Und Boden. Ich Boden? Ich glaube nicht. Scheiße. Du musst jetzt in der Theorie auch reinhauen, oder? Musst du jetzt fleißig wechseln? Ah, fliegen. Aber fliegen dürfte ja Snowy nicht viel ausmachen, oder? Snowy nicht, aber meinem Pflanze Kampf-Pokémon schon. Was hat Bell hier für komische Off-Type-Attacken die ganze Zeit? Traum. Ah ja, das ist so ein Special-Ding. Oh Mann, ey. Tschüss, Stardust. Jetzt direkt mit Fliegen nach? Holy shit, was ist da passiert? Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Aber ich hab mal keinen Scheiß. Oh, danke. Geht's. Los schnell, Weber, lauf! Ich hab Top-Genesung! Ja, ja, ich hab Top-Genesung. Wo macht der nochmal Fliegen? Irritierend. Gebiete den Schurken ein Ende. Na klar. Was man halt so als 14-jähriger Pokémon-Trainer macht, ne? Mhm. Weltritten. Mhm. Richtig. Die Welt retten. Immer und immer wieder. Oh, hallo. Hast du ein Item? Limonade, let's go. Habt ihr ein Item? Schenkt mir Sachen. Los. Wie sind wir hier jetzt? Ich bin der Main-Character, gebt mir Sachen. Hier, der Typ denkt da bestimmt was. Nö, voll disappointing. Jetzt sind wir auf so einer riesigen Brücke. Die Schwingung der Zylinderbrücke. Alter, was ist denn mit der Kamera los? Mit der Kamera was? Alter. Perspektive ändert sich. Und man soll nachts hier nicht rumlaufen, denn es lauern tu nicht gute. Tu nicht gute, aber bist du Freund oder Feind? Du bist auf jeden Fall jemand, der nicht. Ah, ich will mit dir reden. Nein, geh doch weg mit deiner Top-Genesung, Bell. Die hat zwei, nur so zur Vorwarnung. Ja, alles gut. Bei mir zu null benutzt. Yay, dir schenkt einem ein Item, die rumläuft. Okay. Ich hab Grimasse bekommen. Ist jetzt nicht das Beste, aber vielleicht willst du was Cooles. Ja. Versuch sie einzuholen. Nein! Warum macht das Dragoran mit Antik auf mehr Damage? Oh nein, da ist Jesus. Ich warte auf dich. Jesus. Blitzschlag. Blitzschlag. Cool. Das ist cool. Besser als Grimasse an dieser Stelle. Oh Mann, gegen sein eigenes Pokémon kämpfen zu müssen, ist ein bisschen kacke. Ist anstrengend. Oh, oh. Da sind die Ninjas. Gut zu der Schattendoppelgänger. Ja, machen wir nochmal so. Das war eigentlich nur ein Ninja. Was war Wheelie vom Zwei-Typ? Pflanze, Stein, oder? Pflanze, oder? Ja. Ach Mann, ey. Das war aus Gen 3, das Fossil-Pokémon. Ja, genau. Ja. Pflanze, Gestein, genau. Genau. Heißt. Hätte ich gewusst, dass Dragoran Doppelgänger hat, hätte ich ein anderes Pokémon reingerufen. Das glaube ich. Hast du noch eine Top-Genesung oder hast du es jetzt geschafft? Nee, nur eine Top-Genesung bisher. Aber ich glaube, jetzt kommt die nächste. Weil ich es jetzt gerade paralysiert habe. Mhm. Mann, Bell, warum hältst du mich jetzt so auf? Weil die eigentlich hättest du mir die drei Top-Genesungen schenken können. Just do my job, denkt sich Bell so. Ja. Zack, Top-Genesung. Gott, ey. Warum denn? Wir sind der Auserwählte. Sie redet von dem Kaufhaus. Hm. Oh. Oh. Oh Gott, was passiert jetzt? Bitte kein Omnibus, ey. Ich hab Schlecker bekommen. Das war weird. Aha. Der so ist das also. Wirft einen mit Items. Funkenflug. Oh, fliegen, also, okay. Die sagen mir, ich soll mir unbedingt einen Blitz-Pokémon holen, wie es aussieht. Okay. Route 9. Was, Route 9? Halt, stopp, sind wir auf einer neuen Route? Ja. Oh, wir sind im Kaufhaus. Kaufhaus. Lass uns shoppen gehen. Okay, scheißegal, ob wir in Führung liegen, erstmal shoppen. Ja, die anderen werden auch shoppen, oder? Ach, da ist schon Laden. Ja, sowas von. Hallo, was hast du denn so Schönes? Ein Kaufhaus Jubelball. 9. Ein Traumball. Der kostet nix. Fängt What? Jedes Pokémon. Was? Halt, stopp. What? Nee, leider. What? So funktioniert er leider nicht. Da steht aber, fängt jedes Pokémon. Ja, ja, hol dir erstmal 100. In der Traumwelt. Das ist dieses, wo du von der vierten auf die fünfte Generation Pokémon bringen konntest. Ich habe ein Flammenmodul für Genesect. Käferjuwel, was?
Jubelball. Kopffossil! 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 Ich habe aber, glaube ich, keins mehr. Ich kaufe erstmal 6 Stück, ne? Nein. Eigentlich brauchst du nur eins. Psst. Falls wir resetten und so. Beba, it's a trap. Manche von denen kämpfen in diesem Kaufhaus. What? Ja! Oh Gott, ich habe Bell geschafft. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Ah, Wheelie ist ein bisschen zäh. Ja. Bodenjuwel. Blendpulver, wie unfair. 2 Pokémon habe ich schon. Top-Beleber, ja, das brauche ich. Toll, jetzt hast du mir eine Top-Genesung geschenkt. Sehr gut. Der Abyss-Zahn und ein Riesenpilz. Perlu. Tschüss. Tschüss. Das Trap-Kaufhaus. Ich hoffe, ihr seid alle noch... Red nicht mit der Kellnerin. Ich hoffe, eure Tracker sind alle noch connected. Meiner hat ab und zu mal Verbindung verloren. Ich hab keine Ahnung. Wird schon passen. Ist okay. Okay. Sieht okay aus. Meiner ist nicht offen, tatsächlich. Der ist im Hintergrund. Ist das ein Item? Oh nein, Mantax kommt als nächstes. Okay. Lesen. Schenkt der einem was? Oh. Sieht ja heftig aus hier. Kann man auf dieser Zylinderbrücke ein Pokémon fangen? Eventuell, weiß ich nicht, ob wieder Federn fallen, so wie bei der anderen Brücke. Soll ich das Item schon mal mitnehmen? Ich sehe gerade noch nichts, aber... Ja, mach. Und dann kannst du dich umgucken, was sonst noch ist. Ist das Hagetzes? Das Schwein. Fluchtknopf. Aha. Wieso hat das jetzt keinen Schaden am Mantax gemacht? Hä? Was ist mit Mantax los? Warum nimmt es keinen Schaden durch Pflanzenattacken? Hat es vielleicht eine Fähigkeit wie Vegetarier oder sowas? Hm. Kaufen. Safari-Bälle! Also das ist aber daneben gegangen. Alle bitte. 99 Stück. Alle bitte. Oh nein. Geben Sie ja alles, was Sie da haben. Nugget. Langlebig. Ja, kauf dir Nuggets. Gute Idee. Was? Ja, und sie wieder lecker Nugget. Oh Mann, ey. Sprudel kann ich hier direkt kaufen. Louis, du hast letzte Folge gesagt, wir würden diese Folge die Arena machen. Echt? Ja. Das glaube ich ja selber. Das war wohl nichts. Ich bin sehr optimistisch, wie weit wir immer kommen. Ja. Wir haben ja auch nicht mit dem Kaufhaus gerechnet. Ja, das Kaufhaus tut jetzt und ja mit alles. Gets ist ja so viel Scheiße labert, Mann. Oh, Giftblick und Protzer, wow, das sind ja zwei richtig. Ich habe ein Fluchtseil gefunden, Weber. Nice. Geht mir aus dem Weg. Ich will ins Kaufhaus. Geht auf jeden Fall mit keinem NPC mehr. Dennis, wo bist du gerade? Immer noch im Kampf. Oh, holy shit. Hast du das Video geschafft? Ja. Ah, okay. Ich sehe schon, Weber, du hast mehr Glück in diesem Kaufhaus bisher. Netzball. Weber hat insgesamt sehr viel Glück. Oh, jetzt hat die höhere Initiative. Äther gefunden. Okay. Äther ist nice. Cool. Das ist richtig gut. Nehmen wir mal 10 mit. Oh. 5. Oh. Okay. Äther ist cool. Nein, ich will noch mehr gucken. Jawohl. Sanftglocke. Aha. Oh, TM 56 Funkenflug. Nice. Ich habe einen Pokebädel. Und die Vending Machine. You never know, wir nehmen den Kingstein mit. Kann das ein Pokémon von mir lernen? Man weiß es was nie. Denn? Ich habe Funkenflug bekommen. Oh, das ist cool. Ist hier noch irgendwo ein Gang nach drin? Ich glaube, ich habe alles abgeklappert. Und Funkenflug. Rotalanda kann Funkenflug lernen. Nice. Sieht gut aus bei dir, Weber. Ich habe eine Abyssplatte tatsächlich. Eis auf Glut. Ist viel besser als war, Glut. Halt blaue Flöte war, glaube ich, ja was Gutes, oder? Ja. Auch zur Not einfach. Nee, nice. Das ist. Sammler geben ihr letztes Stück Hemd dafür. Man muss nur wissen, wer der entsprechende Sammler ist. Ich ne? weiß noch nicht, wo dieser Sammler sich verfinden soll. Aber das kann man ja herausfinden. Oh, ich habe gar kein. Ach, sonst hatte ich nichts Cooles. Oh, ich bin etwas neidisch auf deine Safari-Bälle, Weber. Und auf dein Fossil natürlich. Oh, ja. Kaufhaus, let's go! Das wäre natürlich nice. Aber da ist Limonade! Kaufhaus 9. Mhm. Ich tu mal noch ein bisschen Limo kaufen. Wollen wir hier Encountern direkt, oder? Wo denn? Unten war hier direkt ein Grasbüschel. Südlich vom Kaufhaus. Kaufen! Roswurzel, Flügelweibern, Roselbeere. Ich wurde getrappt. Gelbe Flöte. Lebenorb. Lebenorb.
Holy shit. Davon kaufe ich mal einen. Guck, wie cooler da sitzt. Tatsächlich, der Raufbold, da ist eine Wiese. Ja. Flöte dubios. Ich glaube, das ist auch ein anderes Gebiet hier. Wie gesagt, okay. Oh nein, da ist noch ein Trainer. Das Schöne ist, der auf dem Motorrad ist auch Trainer. Die Läden sind halt alle randomized, ne? Was für TMs kommen hier? Jaula Bizarro Raum. Okay, nee, das ist nicht so geil. Bin gleich auch da. Alles nice. Gut. Let's go. Du machst das. Aurora Strahl! Wahrscheinlich. Oh, überlebt er, oder? Wo kann der Aurora Strahl? Dennis, ich kann Sonderbox kaufen! Oh, aber ganz schön teuer. Ja, schon, aber ich kann Sonderbox kaufen. Und Äther. Äther auch so viel wert. Alter, ja. Später. True. Überreste! Let's go! Oh. Jawohl. Erstmal sechs ich Stück. Ich sehe schon, jeder hat ein cooles Kaufhaus. Erstmal außer mein Kaufhaus. Oh. Erstmal sechs Stück. Erstmal sechs Überreste kaufen. Ivoli, oh. Was ist denn ein Psi-Bann? Da bist du ein Schlucker zum Wasser. Psi-Bann? Anwender nutzt seine Sukzessivkräfte, um eigene Statusprobleme auf das Ziel zu transferieren. Das ist ja gemein. Ja, Wolke 7 mit so einem Kampfangriff. Wisst ihr, was cool wäre, wenn Pokémon mehr als 4 Attacken könnten und man so richtig strategisch mitmachen könnte? Lehmbrühe! Dennis, ich hab hier einen Finsterstein drin. Oh. Und ein Fossil. Und ein Panzerfossil, let's go! Ich habe null. Perfekt. Gut, ich verfehle einfach mit Vergeltung. Gehe ich jetzt da durch und komme dann zur nächsten Stadt? Was ist denn hier drin? Freund. Geht's hier gerade einfach so viel Bad Luck, dass alles verfehlt von mir? Oder macht die Lehmbrühe so viel Genauigkeit weg? Möglich. Welche Attacke machst du? Tatsächlich, da ist die nächste Stadt. Vergeltung! Mhm. Ah, jetzt trifft's. Ich bin mal in der nächsten Stadt schon und tu mal heilen, dass das Pokémon Center schon mal registriert ist. Und ein Crit, okay. Ja, kann sein, dass wir den Counter nächste Folge machen müssen, Dennis. Ja. Also erstmal schnell heilen gehen. Mhm. Oh, hier ist ja einer zum Kämpfen. Holy shit. Ich wollte doch erstmal heilen. Was soll das? Obacht. Die tun so, als wäre das so ein friedliches Kaufhaus, aber nein, ja, überall Trainer. Überall Raufbolde. Ja, ja, ehrlich wahr. Tu nicht gute, wie die auf der Brücke gemeint hat. Ja, der Flammenhaschierer hat mich schon wieder abgefangen. Das muss ich auch gleich noch machen. Wir reden wieder und dann gehen sie. Warum hält die keine auf? Also. Warum ist das nicht der König? Was macht der mit Team Plasma oder ist das einfach nur so ein random Dude? Wer, er? Doch, er ist schon der Anführer. Aber ich glaube, er will ja, dass nächste Stadt, let's go! Ich glaube, er will, dass N-König wird. Das wäre ich das verstanden. Oh, ich wurde auch aufgehalten. Was soll das? Bei dir sieht das so anders aus. Da leuchtet der Boden. Alter! Naja, ich spiele ja schwarz, nicht weiß. Dein Spiel sieht verbuggt aus. Warum sieht das so viel cooler aus? Was soll das? Weil ich cooler bin. Mann, halt doch die Fresse, Getzis. Halt doch einfach deine Klappe. Leider einfach einmal leise, okay? Oh, Lilia. Die Poke-Religion. Die Poke-Religion. Da ist eine mit Panflöte. Hallo. Warum labert der immer so viel Mist? Auf zum Shop. Dennis ist gerade shoppen. Ja, einkaufen. Ja. Und aber Dennis, kriegst du was Stadt Schönes? Ja. Oh, Triebherle, gleich mal 99 Stück mitnehmen. Seegesang. Seegesang ist quasi die Billigform von Überreste. Ja. We have Überreste at home. Überreste auf Fisch bestellt. Exakt. Das sind die. Ja, Fisch bestellt. Das sind die Seegesang. Ich habe eine schöne Schuppe. Oh, wie schön. Und Drachenhaut. Und Upgrade. Und das Stratos-Eis behebt alle Statusprobleme, das ist gut. Oh ja, das Eis ist mega gut. Da gönnen wir uns mal ein bisschen Eis. Siehst du, das Kaufhaus war nicht so gut, aber jetzt top. Stratos-Eis. Da ist noch ein Händler, was kannst du? Sehr gut. Die Standard-Items, ne? Ja, der macht. Der macht nur Standard. Kingsteine, nice, Dennis, nice. Ja, ein paar Beleber kaufen. Ein paar Beleber, ja. Und ein paar Topschutz. Ein paar Beleber. Ja. Ah, Gott, ey. So viel Text. Heute ist so Wall of Text voll. Ja, so komplett, ey. Bis auf Bell. Shit, ja, Bell war Action. Bell war einfach nur ein harter Kampf, ey. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr hattet.
Stratos Eis, let's go! Ja, geil! Du hast auch schön Schuppe! Wie witzig! Was hab ich? Und sie gesagt. Geil. Fausttafel, Steinrauch, Heilfeder, Abwehrfeder, Schütze, Machtgurt, Stromisierer, Giftstich, X-Spezialverteidigung, Nassbrocken, Top-Elixier. Top-Elixier ist natürlich crazy. Magnet. Aber meiner ist scheiße. Sieht ja geil. Naja, ja. Glücksrauch. Geld verdoppeln. Feuerstein, Mondstein, Platzstein, Metallmantel ist alles dabei, ne? Aber. Oh nein. Kingstein. Damit. Hast du den schon ganz unten links gecheckt? Ja. Ah, okay. Nur der hier fehlt noch. Fokuswand ist natürlich auch nice. Wasserstein. Toll. Damit kann ich nicht gewonnen werden. Bist du alle Shops schon durch, Dennis? Weil vielleicht ist er doch noch irgendwo versteckt. Ja. Ah, Schat. Ah, Gott, ey. Was bei dir? Das Fokusband eigentlich gar nicht so geil, ist so schlecht, ne? Ja. Fokusband ist eigentlich ziemlich gut, ja. Aber das sagt ja nur dafür, dass du nicht gewonnen-shuttet wirst, oder? Ja. Wenn ich mal irgendwann so ein Squishy-Pokémon habe, kann ich ihm das geben. Dann kann man immer heilen und wieder auf einen Leichtstein bekommen. Aus von Lysande. Da gehe ich aber, glaube ich, nächstes Mal rein. Wie wollen wir ein Pokémon fangen? Ja, wollen wir ein Pokémon fangen? Wollen wir das noch machen? Oh. Sad. Ende. Die hat auf jeden Fall noch Items. Dann fangen wir nächstes Mal aus Pokémon. Ja, machen wir nächstes Mal Encounter. Let's go. Cool. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei Folge 32. Speichern. War eine sehr entspannte Folge, muss ich sagen. Ja, auch mal nicht schlecht. Ja. Ist auf der Kampf bei dir. Ich glaube, das war so das. Mein eigenes Pokémon platt machen ist schon ein bisschen crazy. Ich hoffe, ich kriege jetzt das nächste Mal rein. Ja. Okay, schaltet nächste Woche gerne wieder bei Louis ein. Ansonsten tut euch gütlich an allen anderen Sachen, die wir so auf unseren Kanälen haben. Schaltet bei uns bei Twitch ein, bei Louis oder bei uns. Und ansonsten macht euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Dann, tschüss.